Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich sitze hier schon wieder in meiner Ecke auf dem grünen Sofa. Das heißt, wir haben heute Samstag und es kommt wieder ein Video aus der Reihe. Das war einmal. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Da wurde ich ja gefragt, wie Dirk und ich... Nee, da habe ich euch über meine Kinder erzählt, genau. Ob alle vier Kinder geplant waren und so weiter und so fort. Aber chronologisch waren wir ja da stehen geblieben, wie Dirk und ich uns kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Aber die Hochzeit zeige ich euch erst im September, weil da haben wir unseren 20. Hochzeitstag und da wollte ich das halt alles zusammen so machen. Ja, ich wurde aber letztens auch gefragt von einer Victoria, jetzt habe ich den Nachnamen nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, hallo, erstmal. Ob wir je überhaupt essen gehen oder in den Urlaub fahren. So, das ist eine super gute Frage. Jein. Was heißt das? Also Urlaub war mal. Also wir waren schon seit mindestens, mit 3, 4 waren wir noch nie in einem richtigen Urlaub. Also 13 Jahre. Also richtig Urlaub, wo wir irgendwo mehr als nur 2 Tage weg waren, ist das letzte Mal gewesen, da war Isabel im Bauch. Die wird jetzt 17. Also vor 17 Jahren waren wir wirklich so verreist. Und das war sogar innerhalb Deutschlands, wir waren nur an der Ostsee. Ne? Da waren die Jungs noch ganz klein und ich war mit Isabel schwanger. Danach haben wir nur mal zwischendurch von der Gemeinde veranstaltet, so Familienwochenende gehabt, da war Raffi auch noch ganz klein. In Cuxhaven 2 Mal, hintereinander 2 Jahre und das war es dann. So richtig Urlaub haben wir jetzt sehr lange nicht mehr gemacht, aber wir hatten mal. Ich habe ja euch erzählt, als Dirk und ich uns kennengelernt haben, an meinem Geburtstag danach, haben wir der Familie gesagt, dass wir heiraten wollen. Und am Tag darauf sind wir in die Türkei geflogen. Das war auch wirklich der einzige Urlaub, wo wir geflogen sind. Ja, und da waren wir auch gleich 2 Wochen und das war wunderschön. Ich habe hier ein paar Fotos, kann euch auch zeigen. Das war jetzt die Anlage. Ne, also, wir waren in Belek. Wir haben Manavgat Flussfahrt mitgemacht. Manuel war so süß. Hier sind wir am Strand, dann Pause mit dem Flussfahrt, bei der Flussfahrt halt mitgemacht. Und da waren halt, ja, eben andere Leute dabei. Du geh der Kleine hin, setz dich einfach so hin und fängt an, ja, zu plappern. Ne, den Opa da zu unterhalten, das war total niedlich. Ja, halt. Meer natürlich und Strand, das war richtig schön, der Urlaub war wirklich super. Wir haben ganz viel da auch gesehen und unternommen. Da habe ich mein Hochzeitskleid gekauft in Manavgat auf dem Markt. Hier Kamele, ne? Also das war super. Dann diese Wasserfalle oder Stromschnellen war das hier. Ne? Das war richtig schön, also. Ja, dieses Foto gefällt mir auch sehr gut. Ja, das war unser einziger Urlaub, wo wir richtig geflogen sind. Ja, danach sind wir nach Hause gekommen und dann war eben irgendwann mal die Scheidung und dann haben wir geheiratet und dann haben wir festgestellt, dass wir Krischi erwarten. Ne? Und dann kam irgendwann mal Krischi. Und mit Christian, da war er 5 Monate alt, da waren wir tatsächlich auch verreist. Da waren wir eine Woche in Tschechien. Wir hatten wo haben wir denn was mitgemacht? Auf jeden Fall haben wir Aufenthalt gewonnen in einer Pension, mussten dann nur Essen halt bezahlen. Und wir haben ganz viel erlebt, wir haben ganz viel uns angeguckt. Also die Natur natürlich, einfach nur genial. Und dann die ganzen Burgen. Wir waren dann auch einen Tag in Wien, ne, und haben uns dann auch alles Mögliche da angeguckt. Also das war wunderschön. Ja, da bin ich, so sehe ich aus. So. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Vor allem Berge, das war für mich, ich hatte Entzugserscheinungen hier im Flachland. Ich war so begeistert, dass ich endlich mal wieder Berge gesehen habe. Aber das war natürlich auch anstrengend. Ein kleiner 2-Jähriger und ein, wie alt war denn Christian? 5 Monate alt. Ne? Also da, super schön alles. Genau. So habe ich damals ausgesehen. Es ist zum Kaputtlachen, ne? Voll, ey.
Krisch, ich bin noch ganz klein. Ich habe ihn ganz viel in der Bauchtragetasche getragen damals. Und ja, das war sehr gut. Dann waren wir im Urlaub ein Jahr drauf. Da war Christian halt ein Jahr und ein paar Monate. Da hatten wir uns eine Pauschalreise in Schwarzwald gebucht. So eine Ferienwohnung. Da war dann halt ein paar Sachen mit bei, wie Minigolf, Schwimmbad. Aber wir haben auch da Verwandtschaft in Schwarzwald. Dirk hat Verwandtschaft, ich habe Verwandtschaft. So dass wir tatsächlich auch unsere Verwandten besucht haben, seine Tante. Und seine Tante hat drei Söhne, also seine drei Cousins. Einer davon wohnt in Frankreich, an der Grenze ziemlich. Also sind wir mit ihrem Wohnmobil, hat sie uns dann halt durch Schwarzwald, durch die Verwandtschaft gefahren. Und wir sind tatsächlich so auf einem Kindergeburtstag auch zwischendurch gelandet. Ja, das waren so die einzigen richtigen Urlaube, wo wir tatsächlich weiter weggefahren sind. Ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage. Warum wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr in Urlaub gefahren sind? Erstens ist das natürlich alles Geldfrage. Ist es das erste wirklich Geldfrage? Weil man kann natürlich auch mit vier Kindern in Urlaub fahren, auch fliegen. Nur, dass wir die letzten Jahre einfach nicht das Geld dafür hatten. Es gab immer wieder wichtigere Sachen wie irgendwelche Reparaturen oder Auto geht kaputt, dann braucht man ein neues Auto, weil ohne Auto mit vier Kindern hier auf dem Land bist du richtig aufgeschmissen, ne? Und dann, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Wenn man ein großes Haus hat, ist immer irgendwas, was angeschafft werden muss, ersetzt, wie auch immer. Und dann ist kein Geld mehr für Urlaub da gewesen. Wir haben zwar so kleinere Ausflüge gemacht in diverse Parks, ne, sei es nun Tierpark Hagenbeck, ne, in Hamburg, wunderschön. Da waren wir letztes Jahr gerade auch mit drei Kindern damals. Oder Hansapark waren wir, Heidepark war, ist nicht unser Favorit gewesen. Mit kleinen Kindern ist das nicht ganz so. Wo die Kinder jetzt größer geworden sind, da waren wir schon die letzten Jahre ein paar Mal. Aber es ist einfach auch zu teuer. Oder auch Safari-Park, da waren wir ganz fast jedes Jahr eigentlich, als die Kinder kleiner waren. Aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja, halt sowas, ne? Das haben wir natürlich. Oder Erse-Park, das ist andere Richtung, da Richtung Gifhorn. Da waren wir, als die Kinder ganz klein waren, wirklich jedes Jahr. Die sind da begeistert gewesen, weil da wirklich so mehr ausgerichtet auf kleinere Kinder. Es ist ein kleiner Park, man läuft sich nicht die Füße kaputt quasi, ne? Und nicht so teuer und nicht so weit wegfahren. Also das war richtig schön. Ja, das ist jetzt die Frage zu Urlaub. Natürlich, ja, es ist alles eine Geldfrage in erster Linie. Und auch mit vier Kindern, als sie klein waren, ja gut, kann man natürlich, aber Hotel ist nicht wirklich bezahlbar mit vier Kindern. Man braucht dann mehrere Zimmer und so. Und auch eigentlich am besten dann Vollpension. Und das kann man nicht. Und Wohnung, Ferienwohnung, ganz ehrlich, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Wenn ich trotzdem weiter kochen muss und putzen muss und Wäsche waschen, dann ist es für mich kein Urlaub. Habe ich ja jetzt dieses Jahr auch gemerkt. Mein Mann hat Urlaub. Schön, er hat wirklich Urlaub. Ich meine, er muss nicht zur Arbeit gehen. Er macht nicht das Gleiche, was er sonst alltäglich macht. Ich hatte keinen Urlaub, ne? Weil für mich ist es nach wie vor sogar ein bisschen mehr Arbeit, sage ich mal so, ne? Wenn alle zu Hause sind, mehr kochen, mehr Wäsche, mehr putzen, mehr was weiß ich. Dann auch noch Geburtstag. Ja, das ist jetzt das Thema Urlaub. Und dann zum Thema, also ich kann nur ganz kurz zeigen, nee, lieber nicht. Hochzeit kommt im September. Ja, wir verbringen unser Urlaub am besten ehrlich gesagt hier zu Hause. Es ist immer was zu tun. Es ist wirklich immer was zu tun. Ich habe wieder Durst. Im Garten, im Haus, auch so. Deswegen. Essen gehen ist auch eine gute Frage. Ja, wir gehen schon mal essen, ist klar. Wir gerade jetzt, wann waren wir? Also Isabel und ich natürlich. Wir waren jetzt in Hamburg, da sind wir essen gegangen, klar. Weil wir da den ganzen Tag waren. Aber auch so, wann waren wir das letzte Mal richtig als Familie essen? Isabels Geburtstag letztes Jahr. Nein. Doch, nein. Dirks Geburtstag? Ich glaube, die Geburtstage von meinen Männern, die sind ja alle innerhalb von 3 Wochen. Die großen. Da haben wir das einfach auch zusammengetan. Aber danach kam ja Corona. Und nach Corona war ich das erste Mal gleich essen. Da war ich mit Christian und Isabel unterwegs.
Und da waren wir tatsächlich auch schön essen, habe ich telefonisch von unterwegs angerufen, Tisch reserviert und dann waren wir auch. Ansonsten, ja, meistens, wenn irgendwie so was zu feiern ist. Letztes Jahr gab es ganz viele runde Geburtstage oder große Geburtstage. 18. von Christian, 21. von Manuel, 50. von meinem Mann, 16. von Easy. Dann hat mein Stiefvater, also Jürgen, hat uns eingeladen zum Essen. Er ist 65 geworden. Da waren wir auch essen. Also wir gehen schon essen. Ich denke mal, zu unserem 20. Hochzeitstag gehen wir jetzt auch essen. Irgendwie juckt das gerade unterm Auge. Gehen wir auch essen. Da überlege ich jetzt schon, ehrlich gesagt, was ich, wo am besten ich einen Tisch für uns buche. Ob dann Manuel auch herkommt oder nicht. Also essen waren wir jetzt auch in Oldenburg, als wir Manuel besucht haben. Na, also Christian war nicht dabei, aber Raphael, Isabel, Manuel, Dirk und ich, wir waren auch essen. Ja, ich denke, ich werde uns einen Tisch reservieren irgendwo, wo es schön ist, wo wir vielleicht noch nicht waren. Und wir werden zu unserem Hochzeitstag auch essen gehen. Ja, also wir gehen schon essen, aber nicht so oft. Also manche gehen tatsächlich einmal im Monat essen oder sogar alle paar Wochen. Das machen wir nicht, weil, ja, ich koche ja. Ich kann ja sehr gut kochen. Ich wirklich, ne, und manchmal finde ich das einfach, wenn wir unterwegs sind, ist das was anderes. Aber so, natürlich ist das schön, wenn man essen geht und, man sich verwöhnen lassen kann, man setzt sich an einen gedeckten Tisch und dann wird bedient und so, das finde ich auch super, aber wir sind eine Großfamilie und ja, das gleiche wie Urlaub, es geht alles ins Geld auch und wenn ich zu Hause jede Menge Lebensmittel habe und kochen kann, dann brauche ich auch nicht unbedingt auswärts essen zu gehen. Und bestellen bei uns hier am allerwertesten der Welt, ist es nicht ganz so einfach mit Essen kommen lassen. Na, also jetzt in der Corona-Zeit haben tatsächlich ganz viele unsere hier Gasthöfe und so weiter Lieferservice oder Abholservice angeboten, als es dann erlaubt wurde. Aber ansonsten ist hier nichts wirklich, was liefert, also aus Bevensen vielleicht. Aber das ist dann auch mit Aufpreis und so weiter, weil das nicht gerade um die Ecke ist und haben wir noch nie gemacht mit Lieferservice jetzt bestellen. Einmal nur in Oldenburg, als wir Manuel hingebracht haben, letztes Jahr, bei ganzen Sachen reinbringen, auspacken und so weiter. Da war natürlich auch nicht so wirklich die Möglichkeit, was zu kochen, also haben wir uns was kommen lassen. Ja, okay, das ist jetzt dazu und dann geht das hier weiter. Also wir waren im Urlaub, sind nach Hause gekommen, haben geheiratet, haben dann dieses Exemplar bekommen. Voll süß, ne? Ich habe euch ja erzählt, was der kleine Knallkopf immer gemacht hat. Der hat das wirklich immer gemacht. Keine Ahnung, wie alt er jetzt hier auf dem Foto ist. Ein bisschen älter schon. Also Babyfoto von ihm habe ich euch letztes Mal im Video gezeigt. Kann ich aber auch noch mal zeigen. Moment, muss ich nur erstmal gucken, welches. Ich habe hier echt Chaos pur. Irgendwo hier muss er, ah da, genau. Dann kam der hier, also der Christian. Ja, dann ging es richtig los hier. Lustig war das, ne? Also anstrengend schon, klar. Er hat nie geschlafen, niemals oder so gut wie niemals oder gefühlt niemals. Es war wirklich anstrengende Zeit. Immer auf den Arm mit dem kleinen Mann und oder in der Trage. Und dann noch der kleine Manuel. Aber wie gesagt, wir haben das trotzdem geschafft, dass wir in Urlaub gefahren sind in Tschechien und haben ganz viel erlebt. Das war auch ganz lustig. Wir waren in einer Stadt und da war so ein großer Kirchturm, so ein Aussichtsturm, wo man so ganz, 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 ganz viele Stufen nach oben ziemlich steil gehen musste. Wollten wir aber unbedingt da hoch und uns die Stadt von oben angucken. Und die Frau, die die Führung gemacht hat, die meinte, oh, sowas hat sie auch noch nicht so oft gesehen oder gar nicht gesehen, dass eine Frau mit einem Baby in der Bauchtasche da nach oben klettert. Habe ich gemacht. Bin ich da nach oben mit ihm und Dirk hatte dann kleinen Manuel auf den Arm und so. War sehr schön. Ja, was ich euch noch aus der Zeit zeigen wollte, wie unser Grundstück damals ausgesehen hat. Also es ist nicht viel wirklich, auf jeden Fall so. Ne? Also jetzt kennt ihr unser Garten, wie es aussieht, ne?
Aber hier ist es wirklich, das ist jetzt, wir haben den Teich eingezäunt. Ne, das ist ein Teich, ne, haben wir da auf dem Grundstück. Jetzt sieht es ganz anders aus. Und dann war das hier alles hinter diesem braunen Häuschen, ich zeige es gleich anders auch noch, alles Gemüsegarten. Und diese riesige Tannen, die wir jetzt da haben, ne, die waren ganz klein. Hier sieht man die überhaupt, glaube ich, gar nicht. Der Apfelbaum, der war natürlich schon da und alles, ne, aber ansonsten, ja, diese braune Schuppen, das war das Einzige, was wir an Schuppen hatten damals noch. Das war unser Grundstück damals. Ja, jetzt sind das natürlich andere. Ja, wie war das dann noch mit, was habe ich damals gemacht alles? Ja, natürlich jeden Tag geputzt und aufgeräumt und alles Mögliche. Und bei zwei kleinen Kindern oder Baby noch war doch schon einiges zu tun, zu erledigen. Wir hatten damals aber, habe ich gefunden, durch jemanden, keine Ahnung, erstmal natürlich das Kinderturnen. Habe ich gefunden, habe ich einfach, wo habe ich denn nachgefragt? Ich habe, glaube ich, bei der Gemeinde hier angerufen, weil alleine hier den ganzen Tag, Dirk ist auf der Arbeit, ich hatte ja damals erstmal nur Manuel, ne, mit einem kleinen Kind in so einem Riesenhaus sitzen und nichts machen können. Das, ich war damals, also jetzt macht es mir nichts aus, aber damals war ich ganz anders, als ich noch jung und energisch war. Ja, da bin ich jetzt mal zum Kinderturnen und da habe ich dann erfahren, dass es so eine Mutter-Kind-Gruppe gab. In der Schule, im Spielkreis, nachmittags einmal die Woche. Und da habe ich angerufen und die haben mich ausnahmsweise aufgenommen, weil eigentlich war die Gruppe voll. Und mitten im Jahr nehmen sie eigentlich nicht so gerne, meinte damals Margret, aber die haben mich angenommen. Und das war dann schön. Ja? Also ich habe einmal die Woche dann mit Manuel Kinderturnen gehabt und einmal die Woche diese Krabbelgruppe. Und das war super. Also ich habe dann wirklich ziemlich schnell Kontakte hier gefunden. Ich war ja alleine, ne? Also ganz fremd, aus einem anderen Ort hergekommen. Die Nachbarn kannte ich gar nicht, niemanden. Ne? Also ich bin ehrlich gesagt froh, als wir uns damals kennengelernt haben mit Dirk und es einigermaßen feststand, dass wir zusammenbleiben. Er hat darauf dann bestanden, dass ich Führerschein mache. Hat mir auch geholfen. Die Mama hat auch ein bisschen was beigesteuert, sodass ich tatsächlich dann 2000 im März, am 23., meinen Führerschein bekommen habe, sonst wäre ich hier wirklich aufgeschmissen damals. Ohne Auto, mit Kind und ja, kannst nicht einkaufen, gar nichts, ne? Alles zu Fuß, das geht gar nicht. Oder zum Arzt oder so. Immer nur auf Dirk warten, das ging nicht. Oder Mama wohnte da auch, sind ja 25 Kilometer oder so. Jedes Mal dann Mama fragen, dass sie herkommt und mich dann irgendwo hinbringt. Die hat Vollzeit gearbeitet, ging auch nicht. Na, dann habe ich Führerschein gemacht und gleich, ich glaube, zwei Tage später hat mir Dirk so einen ganz kleinen alten Corsa, Opel Corsa in Weiß gekauft. Das war mein erstes Auto. Hatte ich auch gar nicht so lange. Dann haben wir uns was anderes gekauft, als Christian kam. Ja, auf jeden Fall war ich dann endlich mobil und konnte dann mit Manuel auch was unternehmen und Mama besuchen fahren, meine Freundin besuchen fahren und einfach mal auch einkaufen gehen oder zum Arzt. Oder irgendwas, ne? Ja, wir haben auch wirklich immer, das war auch sehr wichtig deswegen mit dem Auto und so, weil ich wirklich sehr, sehr gewissenhaft diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen, diese U1, U5, wie auch immer und so, wahrgenommen habe mit den Kindern, bis jetzt immer noch, jetzt plane ich gerade termintechnisch die letzten J-Untersuchungen von Rafisi. Ja, das war jetzt halt das erste Jahr nach unserer Hochzeit, Christian. Und ja, ich war wirklich, so viel ist da nicht passiert, außer zu unserem Tschechien-Urlaub und so. Das war wirklich, das ganze Leben drehte sich hier mit eben den beiden Kleinen und Haushalt und alles. Ich musste mich ja auch erstmal reinfinden hier. Und sowieso ist es doch schon ein Unterschied gewesen von einer kleinen Wohnung mit Manuel damals zu einem großen Haus, wo deutlich mehr Arbeit war und so. Aber ja, ich will nicht klagen, es ist wunderschön hier. Ich liebe dieses Haus. Manchmal schreie ich rum, ich hasse dieses Haus, ne? Wenn hier irgendwas nicht so läuft oder irgendwie nicht zu finden ist oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit liebe ich dieses Haus. Ich kann euch jetzt ganz kurz noch ein Foto zeigen von unserem Grundstück bevor. Das war, glaube ich, aufgenommen. Da war ich gerade erst
Haben wir uns gerade erst kennengelernt, glaube ich. Okay, man sieht das nicht so gut, weil irgendwie die Lampe im Hintergrund, aber schon, man, ihr seht, ne, da ist der Teich, da ist das ganze, die ganze Gemüsegarten und dann das Haus. Das hat jemand an der Tür mal geklingelt und hat uns das gezeigt. Es wurde von oben aus dem Hubschrauber aufgenommen. Das Foto ist richtig schön, aber natürlich sieht das jetzt ganz anders aus hier. Ja, das war jetzt das Video zu jetzt, ne, also zu dem ersten Jahr nach der Hochzeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was, ja, erzählen können. Es hat euch gefallen. Mal gucken, was nächstes Mal kommt. Ich habe schon mehrmals gesagt, macht Vorschläge, was ich euch noch erzählen sollte. Stellt Fragen, wie jetzt vorhin, ne, mit dem Urlaub und Essen gehen. Ich beantworte sehr gerne alle Fragen, die ihr mir stellt oder nach Möglichkeit natürlich. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und eine schöne neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.